Und so bin ich nach München gekommen. Aber trotzdem bleibe ich beharrlich, frage nochmal nach Wünschen. Ja. Meinetwegen ist es, dass Sie sagen... Ich habe nicht einmal einen Wunsch, wo ich begraben sein will. Ja, haben Sie überhaupt Angst vor dem Tod? Haben Sie auch nicht? Nein, also Angst, ich habe, ja, so wie mit dem Fliegen, nicht? Ja? Ich habe Angst vom Abstürzen, aber nicht vom Fliegen, nicht? Und ich habe Angst vom Sterben, aber nicht so vom Tod. Der Tod ist für mich eine Tatsache, die sowas von klar ist und sowas von absehbar schon wird, nicht wahr? Aber glauben Sie denn, dass es da was danach gibt? Nein. Vorbei, aus. Aus. Für sind mich? Sie gläubig? Nein, gar nicht. Auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also nicht katholisch, ich bin katholisch aufgewachsen. Ja. Wie gesagt, bei Nonnen aufgewachsen. Das hat mir eine sehr kritische Haltung gegenüber der katholischen Religion eingebracht. Leben lang. Ja. Ich war immer sehr skeptisch. Ja. Gegenüber dem sehr katholischen, ganzen Katholizismus. Ich bin zwar nie aus der Kirche ausgetreten, weil das wäre wieder so, als ob ich Steuern sparen will. Dann habe ich gesagt, zahle ich lieber die Steuern, damit es nicht aussieht, dass ich nur aus der Kirche austrete, weil ich Steuern sparen will. Aus finanziellen Gründen, ja. Also, aber wie gesagt, gläubig, nicht gläubig, also nicht gläubig im Sinne einer Religion, die mir verspricht, dass es weitergeht, wie alle Religionen. Der Sinn aller Religionen ist der, dass sie den Menschen die Aussicht gibt, dass es nicht zu Ende ist. Nicht, das ist der Sinn der Religion. Nicht? Genau, das glaube ich auch, dass das eigentlich nur deshalb erfunden wurde. Alle Religionen haben das gemeinsam, nicht, ja, dass sie über ein Jenseits möglich vorgaukeln oder erscheinen lassen und so weiter. Und ich sage mir, das bin ich auch wieder Brecht, nicht wahr? Ja. Ihr sterbt mit allen Tieren. Ja. Und nichts kommt hinterher.